herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 38. Heute fange ich mal mit einem alten Bild an. Jetzt könnt ihr alle mal raten, wo das ist. Richtig, das ist in der Ferdinand-von-Schill-Straße das DWG-Gebäude. Damals war es bekannt unter die Leopoldskasernen in Dessau. Darum geht es auch heute. 1852 wurde das Grundstück innerhalb der Stadtmauern erworben und danach die störende Bebauung abgerissen. In der damaligen Leopoldsstraße ist dieses Gebäude erbaut. Für den Baustil ist Baumeister Adolf Brückner verantwortlich. 1853 wurden die Kasernen teilweise fertiggestellt. 1855 wurden sie komplett fertig. Als Exerzierplatz diente der Kaserne der Bereich in der heutigen Werderstraße. Den Namen erhielt die Kaserne erst 1898. Im Vororthaus war früher auch ein Lazarett. Rechts neben der Kaserne schloss sich 1843 ein Offizierscasino an. 1914 waren Teile des anhaltischen Infanterieregiments Nummer 93 stationiert in den Leopoldskasernen. In der Reichswehrzeit waren Teile von der 1. Bataillon des Infanterieregimentes 12 stationiert. Ich mache mich jetzt wieder nach Hause bei diesem kalten Wetter und wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und eine schöne nächste Woche. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder, falls ihr noch mehr von mir sehen wollt und mehr von Dessau, abonniert mich doch ganz schnell. Tschüssi!